Links neben mir, für heute leider, oder für diese Saison leider zum letzten Mal, Bill Stoyard. Rechts neben mir, wie immer, unser Coach Kevin Godet. Und auch heute das erste Wort von unseren Gästen, Bill. Deine Einschätzung zum Spiel und zur Serie? Ja, das war ein sehr, sehr intensives Spiel heute. Beide Mannschaften gekämpft sehr, sehr hart. Und ja, 2-0. Empty net. The series. Ich denke, das erste Spiel für uns war ein bisschen hart, aber gespielt sehr gut. Die 2, 3, 4 und 5 Spiele für Playoff-Hockey in meiner Meinung. Beide Mannschaft gespielt sehr hart, gekämpft. Und beide Torhüters in der Serie was sehr gut. Und das was the Playoffs is all about. So. Viel Glück für Kevin und his Mannschaft in der nächsten Runde. Und für uns it's time to relax. Nach so vielen Spielen auch vonnöten. Kevin, deine Worte zum Spiel und zu dieser Serie. Ja, schon guten Abend. Ich habe gewusst, heute wird verdammt schwer. Wenn die Dresdner haben auch gewusst, wenn sie gewinnen, sie gehen nach Hause. Und es ist nicht einfach, da zu gewinnen. Wir haben Auger verletzt gemeldet. Es ist wahrscheinlich Playoff aus. Und ohne 5 All-Stars, man könnte sagen. Die Aufgabe war sehr, sehr schwer. Aber ich bin sehr stolz. Wir haben sehr gut begonnen. Viele Chancen gehabt in den ersten 10 Minuten. Jager, super gespielt. Dresdner haben besser ins Spiel gekommen. Danach war einfach ein Schlacht wie die letzte Spiel. You know, Bill hat einen hervorragenden Job gemacht mit dieser Mannschaft, dieses System. Das ist nicht einfach, ersten und zweiten Platz hintereinander zu schlagen. Sie haben auch ohne Rinkinen und Ruprik auch 2 gute Spiele nicht dabei. So, you know, das Spiel war einfach hart. Und in letzter Drittel, die Schiedsrichter haben alle versucht, die Spiele zu kippen. Ich habe kein Problem mit Strafe, aber da war 2 Mal, wo mindestens mussten wir die Überzahl haben. Ich bin ganz, ganz sauer mit diese ganze Saison. Und wenn Rudy hat etwas zu sagen, da bitte, das geht nicht in Ordnung. You know, ich sehe das so oft. Wir sind benachteiligt. Du kannst Hagi fragen oder Volker. Es ist wie die Meister muss benachteiligt sein. Es ist nicht fair. Einfach. Aber am Ende, wir haben auch Puckglück. Da waren ein paar Schüsse von die Dresdner, hätten können reingehen. Und wie gesagt, es wäre ein anderes Spiel, in Dresden zu gehen. Aber einfach so stolz, mit so wenig Leuten einen Weg gefunden zu gewinnen. Und jetzt natürlich, ich gebe 2, 3 Tage frei. Es wird nicht einfach gegen den nächsten Gegner, besonders wenn kein Spieler kommt zurück. Aber das ist, wie das ist. Und bin einfach froh, wir haben einen Weg gefunden zu gewinnen. Dankeschön. Danke, Kevin. Gibt es Fragen von Seiten der Presse? Ja. Frage geht an Kevin Godet, ob tatsächlich kein Spieler zurückkommt zur Finalserie nächsten Freitag? Die Verletzungen sind so schwer, du nimmst ihm ein Risiko. Natürlich, Freddy will heute spielen, aber wahrscheinlich mit Krücke. You know, das ist einfach hart und ich könnte vorstellen, vielleicht in 2, 3 Wochen, aber nicht für die Anfang nächste Woche. Gibt es weitere Fragen? Frage geht erneut an Kevin Godet zur Verletzung von Dominic Auger. Was hat er denn? Upper Body Verletzung, Oberkörperverletzung. We'll start with that. Gibt es weitere Fragen? Dem scheint mir nicht so. Dann wünschen wir unseren Gästen einen schönen Hauseweg nach Dresden. Nutzt die Sommerpause, um gestärkt wieder in der nächsten Saison anzugreifen. War eine tolle Serie gegen euch mit tollen Fans, tolle Halle. Alles gut. Ja, und für die Steelers-Fans, genau, geht's am nächsten Freitag weiter mit Spiel 1 hier um 19.30 Uhr in der EG Trans Arena. Und der Gegner ist noch offen, denn ich glaube, Ravensburg führt noch daheim gegen Kassel. Deshalb dauert es da noch ein wenig, aber egal wer kommt, am Freitag sind wir alle wieder hier. Bis dahin, allen eine gute Woche.